Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Trains in World 4. Der Danny spielt das hier mit mir zusammen auf dem PC. Es ist vollbracht, 20k Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. Und anlässlich diesen Erfolgs habe ich ja gesagt oder im Vorfeld angekündigt, eine 20k Abo-Special-Folge zu machen. Und ja, hier ist sie. Wir befinden uns hier zu später Stunde. Es ist 3 Uhr in der Früh am Ja, an welchem Bahnhof denn überhaupt? Vielleicht erkennt ihr es gleich. Gehen wir langsam hoch hier zu unserem Arbeitsgerät und ihr könnt es vielleicht schon leicht erkennen, was dort auf der Anzeigetafel steht am Gleis 8. Vielleicht könnt ihr es jetzt schon erkennen. Es ist München Hauptbahnhof. Dort werden wir hinfahren und dementsprechend könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, an welchem Bahnhof wir uns befinden. Richtig, es ist der Augsburger Hauptbahnhof und dort steht unser Arbeitsgerät, der RRX als Fugger Express. Ich gebe zu, nicht ganz original, aber ja, anders war es nicht möglich, beziehungsweise wollte ich es nicht. Ich wollte es so haben. Wir werden schiebend oder Richtung München geschoben mit allerlei Halten und befinden uns hier, wie gesagt, mitten in der Nacht am Augsburger Hauptbahnhof. Ja, ich würde sagen, springen wir gleich in unser Arbeitsgerät. Wir befinden uns in der Zeit noch im Fotomodus. Ich wollte euch mal kurz hier den Hauptbahnhof zeigen und ihr seht, hier ist einiges los an Baustelle, die im Moment natürlich ja, leer ist. Um diese Zeit baut hier niemand. Dort diese wunderbaren Dixie-Klos, 4 Stück an der Zahl. Ja, hier der ein oder andere Bagger, der hier seine Arbeit verrichtet am Tage und hier der Kran mitten im Nachthimmel hinein. Ich würde sagen, bevor wir hier noch mehr Zeit verlieren, schwingen wir uns in unseren Steuerwagen, rüsten auf, lassen die Leute ein- und aussteigen und da machen wir uns auch gleich auf den Weg nach München Hauptbahnhof. Aber wir haben, wie gesagt, noch ein paar Halte und deswegen wollte ich das jetzt eigentlich nicht machen, aber verwerfen wir das Ganze. Dann befinden wir uns auch jetzt nicht mehr im Fotomodus, sondern wieder hier unten, gehen wir wieder nach oben. Und lassen die Leute ein- und aussteigen. Das heißt, wir öffnen hier die Tür, machen hier den Fahrtrichtungswender nach vorne. Dann öffnen wir an der rechten Seite die Türen. Öffnen den Bremsschlüssel, machen die Zuglichter ein. Ich habe doch die Türen geöffnet. Ach so, natürlich. Das war ja so. Die Zuglichter auf einstellen. Das machen wir auf an. Das lassen wir erstmal aus. Wir müssen natürlich die Zugsicherungssysteme Jetzt habe ich auch rausgefunden, wie der Ton an- und ausgeht. Okay, dann muss ich das halt anders machen demnächst mit SIFA und PCP und so weiter. RTP ist ein PCP-Modus. Da müssen wir das anders machen. Ist ja auch kein Problem. Da machen wir das halt anders. PCP ist ein. Und die SIFA auch ein. Müsste ja eigentlich auch irgendwo hier. Ist auch ein. Wunderbar, dann haben wir das. Dann können wir die Türen verriegeln und machen es auf den Weg zum ersten Halt. So. Weil wenn ich nämlich die Steuerung-Taste drücke, dann geht das Mikro aus. Und ja, daran muss ich auf jeden Fall denken, sonst versteht ihr mich nämlich nicht mehr. So. Ausfahrt. Nächster Halt, Augsburg-Hornstädter Straße. So, hier rein. Dann fahren wir langsam hier raus. Erster Halt, wie gesagt, Hornstädter Straße. So, hier werden wir wahrscheinlich quittieren müssen und dann auch nicht schneller als 45 fahren dürfen. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal schön langsam. Quittieren hier.
ist jetzt los? Mit Zwangsbremse kann doch nicht sein. Nee, warum? Hä? Der ist in Active Traction Loop. Power is not currently available. Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Was zum Geier ist denn jetzt los? Warum? Was zum Teufel ist das denn jetzt? Was zum Teufel hat das zu sagen, ey? Gibt's doch gar nicht. Aber was ist denn hier los, ja?
Ernsthaft, alle Sie-Verlags? Ernsthaft? Habe ich doch. Kann es doch nicht sein, ey. Das kann es doch echt nicht sein, oder? Sorry Leute, aber das kann nicht sein. Was geht denn hier ab? Jetzt kann man nicht mal mehr mit der SIFA fahren oder wie? Das gibt's doch gar nicht. Muss ich nicht verstehen. Muss ich einfach nicht verstehen. Sorry. Bewertet es selber. Schreibt in die Kommentare, was da jetzt los war. Ich verstehe es nicht. Sorry, ich verstehe es nicht. Also ich lasse das jetzt bewusst, das Video. Ich mache es auch öffentlich, weil das sollt ihr auf jeden Fall selber bewerten, was da jetzt der Fehler war. Also ich musste die SIFA ausmachen, damit die Bremse sich löst. Das kannst du auch irgendwie kannst du da gar nicht mehr sein, oder? Das ist doch. Ich weiß echt nicht, wo der Fehler ist. Ich bin vollkommen überfragt gerade. Also, das kann es irgendwie kann es das nicht sein. Entweder ist das Spiel ein Bug oder die SIFA, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls haben wir noch zu fahren. Hochzoll, Kissing, Mering, also Mering-St. Afra, Mering, Alt, Hegenberg, Haspelmoor, Mammendorf, München-Pasing und München Hauptbahnhof. Das sind so unsere nächsten Halte. Und ich hoffe, da kommen wir jetzt störungsfrei an. Wir sind natürlich jetzt ein wenig zu spät, aber das ist jetzt auch egal. Weil wie gesagt, was da jetzt am Anfang abging, kann ich euch leider nicht sagen. Das hatte wahrscheinlich was mit der SIFA zu tun. Warum, weshalb, wieso, kann ich euch nicht sagen.
So, nächster Halt, Augsburg-Hochzoll. So, da werden wir jetzt auch hier im Moment. So, wie gesagt, wir sind bestimmt 10 Minuten zu spät. Vielleicht nicht ganz, aber es kommt schon so ungefähr hin. Also 5 Minuten standen wir da mit Sicherheit, ehe wir das rausgefunden haben. Hochzoll. Öffnen. Wie gesagt, viel los ist hier jetzt gerade sowieso nicht, weil, wie gesagt, mitten in der Nacht. Ihr seht ja, der Zug selber ist auch relativ leer, also ist jetzt nicht viel, was hier los ist. Also ihr seht selber, relativ leer der Zug. Da sitzt ein Fahrgast. Da sitzt jemand. Aber Bitte achten Sie ansonsten auf den Abstand ist zwischen das Zug hier und relativ Bahnsteigkante. überschaubar. Hier relativ leer. So, nächster Halt, Kissing. So, 130 fürs erste, das wird sich aber gleich geben. Wir haben 150 und Reisegeschwindigkeit bzw. zulässige Höchstgeschwindigkeit von 160 So, ich lasse die Sieper jetzt mal weg, weil da scheint irgendwas nicht mehr zu stimmen. Ihr habt es ja selber gemerkt. Die Bremsen saßen total fest. Ich habe keine Power mehr gehabt. Konnte nicht mehr aufschalten. Und erst wo ich die Sieper ausgemacht habe, ließen sich überhaupt erst die Bremsen lösen. Also da scheint irgendwas überhaupt nicht zu stimmen. Ich weiß allerdings nicht, was da jetzt das Problem war. Ein Defekt oder ich kann es euch nicht sagen. So, auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Kissing und haben hier so eine schöne kleine nächtliche Tour durchs
Bayernland Richtung Münchner Hauptbahnhof. Wunderschön, da wären wir in Kissing bei Nacht. Außer ein paar Viecher hört man hier nichts. Relativ ruhig hier in dieser Nacht. Wirklich eine schöne, sternklare Nacht, muss man auch mal sagen. Also keine Wolke am Himmel, nichts dergleichen. Wirklich eine wunderschöne Nacht hier in Bayern. So, wir verriegeln die Türen, lösen die Bremse. Und nächster Halt, Mering St. Afra. Da wollen wir mal loslegen. So, danach dann Mering. Und dann kommen wir, glaube ich, schon so langsam in den Münchner Hauptbahnhof, Münchner Raum rein. Oder war da noch was? Ja, Althegenberg. Genau, dann kommt Haspelmoor nach Mammendorf. Dann erst München. Okay, dann war ich ein bisschen zu schnell. Thank you.
So, St. Mering oder Mering St. Afra. Schauen wir mal. So relativ wenig, beziehungsweise braucht niemand, steigt aus oder ein. Also ist hier relativ wenig los. Aber halten muss man ja trotzdem. So, wir verriegeln die Türen. Dann versuchen wir es. Nee, das scheint leider nicht zu funktionieren, warum auch immer. Schade eigentlich. Da müssen wir es halt so machen. Wieder hin. Nächster halt Mering. So, brauchen wir nicht mehr weiter aufschalten. Werden wir schon. Wirklich sehr, sehr wenig los. Also keine Menschen an den Bahnsteigen, kein Verkehr, kein
kein Ein Ausstieg, also wirklich. Na gut, jetzt sind das natürlich auch kleine Bahnhöfe hier, ist klar. Vielleicht sieht es in München anders aus. Jetzt müssen wir abwarten. So, wir schauen mal, wie der ein Ausstieg hier vonstatten geht. Wir auch rechtzeitig wieder losfahren. Eine wirklich sehr schöne, sternklare Nacht hier in Mering, wie in Gesamtbayern, also muss man wirklich sagen. So, nächster Halt, Alt-Hegenberg. So, damit hier mir keiner hier reinguckt. RRX rein rüber, beziehungsweise rein Ruhr Express. Einfach ein saugeiles Bild, muss man einfach so sagen. Ups. Da waren wir doch ein wenig zu schnell unterwegs. Da sind wir schon in Alt-Hegenberg. Alt-Hegenberg. Achso, Alt-Hegenberg. So wird es geschrieben, ausgesprochen. Alt-Hegenberg. Ah, okay. Alt-Hegenberg. Das sind alles Orte, da war ich noch nie. Und dementsprechend spricht man die dann vielleicht auch im ersten Moment etwas anders aus, als es da steht. Eieiei, jetzt sind wir aber leicht über einen Punkt drüber weg. Upsala. Leicht, ganz leicht über einen Punkt. Kann passieren.
Leicht verbremst. Leicht verbremst, aber das kann alles passieren. Solange alle Türen losgehen, ist alles gut. Geht's auch nicht weiter. So, wir verriegeln die Türen. Nächste Station Haspelmoor. Übrigens auch ein Szenario aus dem Creators Club. Alles, was ihr braucht, ist die RRX oder das RRX RRX Repaint für Dostos und Lokomotive, und dann braucht ihr nur das Szenario zu finden. Oh geil, ICE3 ist doch noch unterwegs. Ein Fernverkehrszug zur späten Stunde. Also die Sachen braucht ihr halt, und ja, dann kann es losgehen. Alles zu finden beim Creators Club. Wenn ich dran denke, dann werde ich euch auf jeden Fall den Link dorthin unter der Videobeschreibung packen, sodass ihr dann auch das Szenario fahren könnt. So, das wäre Haspelmoor. Wunderbar. Auch wenn hier keiner ein- und aussteigt, anhalten müssen wir ja trotzdem an jedem Bahnhof. Das ist nun mal so, wenn man dann RE fährt. Nächste Station Mammendorf.
Dann fahren wir schon in den Münchner Raum rein, München Pasing und München Hauptbahnhof. Aber wie gesagt, was da am Anfang los war, kann ich euch wirklich nicht sagen. Also, wie gesagt, wenn ihr da Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. So, da haben wir gleich eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 zu erwarten, kurz vor Mammendorf. Aber noch haben wir ein bisschen Zeit dafür. Das haben wir erstmal. Willkommen in Mammendorf. Wahrscheinlich ein Gleiswechsel, deswegen auch die 80, gehe ich mal von aus. Genauso ist es. Ach, da steht eine Quietschi. Sehr schön. S-Bahn. So, das war das. So, da hinten steht die Quitschi. Wo hat die denn? Was hat die denn als Ziel? Mammendorf, ja gut, da ist sie ja angekommen. Dann hat sie hier wahrscheinlich auch, genau, die hat dort abgestellt. Kopfgleis. Dann hat sie wahrscheinlich der Kollege auch Feierabend. Ich mal schätzen. Wenn wir noch zwei Stationen zu fahren haben, München Pasing, München Hauptbahnhof. Eieiei, 23 Kilometer, ja dann? Haben wir in die Füße.
nach wie vor 80, aber wahrscheinlich da hinten gleich wieder das Gleis wechseln werden. Genau, dann werden wir jetzt gleich auf 160 beschleunigen dürfen. Dies ist der Fall, dann tun wir das. So, und dann sind es noch gute 20 Kilometer bis München-Pasing. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so weit weg ist. Aber ja, so kann man sich täuschen. Jetzt wieder ordentlich bergab, 0,7%. NBU 2004 installiert. Ah, okay, gut zu wissen. Na dann. Also ich bin echt gespannt, ob das gleich in München auch so menschenleer ist. Und ob dort Züge stehen, bin ich wirklich mal gespannt. Weil so langsam wird es ja wieder morgen. Und da könnte ja schon der ein oder andere Nachtzug unterwegs sein, beziehungsweise der früheste Regionalexpress, Regionalbahn und und. Fernverkehrszüge könnten hier und da auch unterwegs sein. Also bin echt gespannt, wie das in München aussieht. So, gleich mal kurz 120, wieder 200, dann 80, dann 200. Das ist eigentlich ECB, aber damit haben wir sowieso nichts zu tun. Schon mal runter auf 80.
Keine Sekunde zu früh. So, dann sind wir wieder rechts rüber. Wunderbar. Und jetzt noch 10 Kilometer bis Pasing. Jetzt können wir mal alles rausholen aus der 146. Oder auch nicht. Okay, wir haben die Grenzen kennengelernt. Mehr als 170 mag er nicht. Beziehungsweise mag die PCB nicht. Aber ist klar, logisch. Ab 160 aufwärts ist natürlich die EZB zuständig und das mag die PCB dann natürlich nicht. Okay. Aber man kann es ja testen, ne? Das ist ja im Simulator alles möglich. Das ist ja das Schöne. Kommen wir dem Ganzen schon näher. Ich. Dann fahren wir in Pasing ein.
sehr, sehr nice. Aber hier ist auch wenig los, also steht auch nichts rum. Wahnsinn. Bisschen zu optimistisch gebremst. So, willkommen in Pasing. Nichts los hier. Gar nichts. Absolute Stille. Bis auf die PKWs hier fahren. Scheint so eine kleine Stadtautobahn zu sein. Verriegeln die Türen, begeben uns auf die Fahrt nach München, Hauptbahnhof. Nächster Halt, München Hauptbahnhof. Wie gesagt, ich bin echt gespannt, wie es in München aussehen wird, dass da auch so leer ist. So, gleich 90. So, dann fahren wir hier schön geschmeidig auf den Hauptbahnhof zu. So, 4 Uhr in der Früh haben wir es dann gleich. Wie gesagt, sind circa 6 Minuten im Verzug. Aufgrund des Vorfalls am Anfang, was ich mir immer noch nicht erklären kann.
60, 40, 30, das sind jetzt so die nächsten Beschränkungen. Typisch für München. Ja, ich drücke und drücke und drücke, es funktioniert nicht. Es ist zum Kotzen, echt, das macht keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß, sowas. Funktioniert doch, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So, gleich 16 werden wir auf jeden Fall einfahren. Da wären wir. Und tatsächlich, hier ist es auch so still. Gibt's doch gar nicht. Na, immerhin, da steht ein Zug, ein IC. Das ist wahrscheinlich der, der uns am Anfang überholt hat. Gehe ich mal stark von aus. So, da wären wir endlich. Eine echt lange, holprige Fahrt. Aber wir haben es geschafft, heile nach München anzukommen, von Augsburg Hauptbahnhof aus. Über diverse Halte, über diverse kleine Bahnhöfe, sind wir hier in München angekommen. Auch ein sehr, sehr schöner Bahnhof, war ich ja selber schon spotten. Wirklich sehr lebendig und sehr groß. Auch wenn man das jetzt hier in diesem Moment nicht so sieht. Aber hier ist wirklich ein irres Treiben in München Hauptbahnhof. Das muss ich, kann ich an dieser Stelle nur bestätigen. Ja.
wirklich ein sehr, sehr schöner Bahnhof. Das muss man einfach mal sagen. So, wir können die Türen verriegeln, glaube ich. Genau. Und dann wird sich das hier wahrscheinlich eh beenden, das Ganze. Genau. So, wir haben gebraucht 1 Stunde 5:48. Wie gesagt, da waren ja einige Sachen dabei, die vielleicht nicht so 100% waren. Aber ja, wir hatten am Anfang einen Defekt am Zug. Dann hatten wir jetzt gerade diese kurze Zwangsbremsung. Also es war wieder mal alles dabei in dieser Folge für das Abo-Special von 20K. Dafür nochmal vielen, 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 vielen Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich wünsche euch vor allem einen richtig guten und tollen Rutsch ins neue Jahr. Bitte passt auf euch auf, macht nichts, was ihr sonst auch nicht machen würdet. Vor allem beim Böllern, seid bitte vorsichtig. Ihr wollt ja, glaube ich, im nächsten Jahr auch noch beide Arme haben, beziehungsweise beide Hände. Von daher seid bitte vorsichtig auch beim Alkoholgenuss. Übertreibt es nicht. Das ist nur meine Meinung. Letztendlich müsst ihr das natürlich wissen. Ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, eine richtig schöne Zeit heute. Rutscht gut rein. Wir hören uns dann in einem neuen Video im nächsten Jahr wieder, beziehungsweise ihr hört mich. Bis dahin, macht's gut. Passt auf euch auf. Euer Daniel Spieters. Vielen, vielen Dank für dieses unglaubliche Jahr 2023. Lassen wir es nächstes Jahr wieder krachen. Ich gehe wieder auf Tour. Könnt ihr euch darauf freuen. Im April ist es soweit. Bis dahin werden dann noch weitere Videos vom Train Sim World und so weiter folgen. Es soll ja einiges an neuen DLCs kommen. Auch darauf bin ich gespannt. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Danny Spieters. Haut rein. Bye. Bye.